Hallo ihr Lieben, heute habe ich sogar Sandra dabei. Hola! Und wir sind jetzt in Portals Naus. Porto Portals. In Porto Portals, okay. Im Hafen. Also nochmal von vorne. So ihr Lieben, hallo. Ich habe heute sogar wen dabei? Sandra! Sandra ist heute mit, die durfte heute mit und wir sind jetzt hier in Porto Portals. Porto Portals im Hafen und da ist Weihnachtsmarkt. Ab heute beginnt er. Ab heute bis zum 6. Januar, soweit ich weiß. Richtig. Jeden Tag geöffnet bis 6. Januar. Und ja, hier ist der Eingang. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ah, Polizei ist auch schon wieder irgendwo unterwegs. Und ja, bringen euch ein paar Bilder mit hier vom Weihnachtsmarkt. Ein paar Eindrücke aus Porto Portals mit. Am Eingang, den Wagen hat Sandra schon irgendwo in Palma oder irgendwo anders gesehen. Mit dem Wagen bei macht uns. Wohl bei uns. Und zwar vor der Kathedrale bei dem wunderbaren großen Weihnachtsbaum. Genau, da stand er nämlich davor und hat schon ein bisschen Werbung gemacht, gefahren. Süßer. Süß, wirklich ganz, ganz süße toll. Idee. Ja. So, und jetzt, wie gesagt, geht's rein und zwar hier in diese Richtung. Zwischen Cappuccino und Rizzi hindurch auf den Weihnachtsmarkt. Ja, da stand es auch jedes Jahr hier, gell? Wahnsinnig immer hier gleich schön. Am Eingang. Dass die, meinte ich, mit Dekoration jedes Mal auf- und abbauen müssen, tagtäglich, ja. Irre. Also wirklich viel, viel, viel Arbeit. Die müssen ja abends alles wieder reintun irgendwie. Ja, irgendwie alles in die Hütten wieder wegmachen, klar. Hier kaufe ich doch jedes Jahr was ein. Da hast du oft was eingekauft. Die Beeren, die an der Wand, ja, richtig, hängen. Jedes, genau. Jahr an anderen Bären. Ja. Ich sehe aber keinen Bären dieses Jahr. Doch, da sehe ich einen. Doch, da ist aber einer. Den habe ich schon, oder? Den hast du schon. So einer hängt schon bei uns zu Hause. Aber der hat noch viel, der mehr hat noch Schnee. Viel mehr Glitzer, ja, stimmt, drauf. Der hat noch viel mehr Schnee, Schnee drauf, genau. So einen ähnlichen Bären haben wir schon zu Hause hängen. Von hier? Von hier. Wer sich behüten lassen will. Ja, es ist aber weniger wie letztes Jahr. Hier war letztes Jahr auch ein Stand zum Beispiel. Ja, genau. Ja, also haben sie es. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen mehr gestreckt und ein bisschen gestreckt. Luftiger gemacht. Was ich aber angenehm finde. Absolut. Kerzenbilder. Auch toll gemacht, die Sachen hier. Hallo! Hier gibt es gebrannte Mandeln, Krebs, kandierte Äpfel. Schön. Und sehr gute Idee, auch mal wirklich die mallorquinischen Sachen, ja, zu nehmen. Super. Da ist mein Bär. Da ist sein Bär, den richtig. Hab ich auch den noch. Hast du auch noch. Also alle, die noch Geschenke suchen. Hier werdet ihr mit irgendwas fündig, wenn ihr noch Geschenke sucht. Aber absolut. Ja. Einige Stände, schöne Holzhäuschen immer hier, gell? Also es ist wirklich so ein bisschen und einige Stände wie in Deutschland gemacht. Auch vom letzten Malen, ne, wo es stattgefunden hat. War der Markt eigentlich letztes Jahr auch? Ja, er war letztes Jahr auch, gell? Ja, oh, sehr schön dekoriert, oh, sehr schön. Und hier kommen wir ein bisschen mehr langsam schon in die Essecke, oder? Wo es auch dann gleich viel zu essen gibt. Mhm. Hm.
Da gibt es, glaube ich, handgenähte Schuhe. Er steht aber auch jedes Jahr ja. hier. Ja, er steht jedes Jahr hier. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich es richtig weiß, schöne handgemachte, handgenähte Schuhe. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube ja. Da ist schon mal unser Stand. Sushi gibt es auch noch mal einen Crepe-Stand. Ist der andere Crepe, genau. Zweiter Crepe-Stand, ja. Hungern muss man hier auf jeden Fall nicht. Ja, und den Bereich, wo wir jetzt sind, das geht Richtung ja, zum neuen Umbau, wo Porta-Portals neu gebaut wird. Ja, genau. Hier waren bisher noch nie Stände. Das heißt, neue Edificios links komplett. Genau, die ganzen Gebäude sind neu hier. Und vor allem der ganze Weihnachtsmarkt ist einfach jetzt länger. Doppelt und verteilter. Dreifach. Ja. Also ist jetzt wirklich durch den ganzen Hafen verteilt, ja, was genau. Vorher nicht war. Ja. Und, ja, da sind wir eigentlich jedes Jahr immer was essen, ja. Und da ist die Eisbahn für die Kinder. Sehr schöner, ne? Rechts. Ja, schöner Kaffeetruck. Und hier steht ein schöner Coffee-Truck von Marabans. Da gibt es also alles Mögliche, was Kaffee betrifft. Cool. Von den alten Zitronen. Jetzt muss man vor allem dazu sagen, wenn man sich das hier genau anschaut, das ist auch wirklich ein alter Zitrone. Weil es gibt auch viele hier, die einfach praktisch umgebaut sind, wo Anhänger sind und dann in dem Design gemacht worden sind. Aber hier ist es wirklich ein alter Zitrone. Guck mal, die kleinen Details, das ist doch einfach ganz, ganz irre. Süß, einfach, aber mega. Ja. Schön. Sehr schön. Sehr schön. So, Sandra muss schon anfangen zu essen, weil ihr Burger wird kalt wie jedes Jahr. Ja, du hast ja schon was gegessen. Ich habe schon was gegessen. Ja, eben, so, eben, eben. Jedes Jahr essen wir einen Burger hier. Genau. Bei Manduka Street Food, die machen tolle Burger jedes Jahr. Und da sind wir jetzt. Und genau. Sandra haut jetzt auch rein. Bon Profit. Guten Appetit, Schatzi. Nee, jetzt an mich selbst, ja. Guten Appetit. Unser Burger heißt auch Manduka. Und du musst sagen, mit was der gefüllt ist. Oh, der ist gefüllt mit Ternera, also mit Rind, mit Cheddar, mit Tomate, mit Cebollas. Cebollas karamellisiert, also karamellisierten Zwiebeln, mit allem Möglichen. Hier geht es jetzt zurück in den, wie nennt man das? Beleuchteten Parama. Aber da gefallen Sandra die Lichter nicht so. Die sind Sandra zu hell. Die mag das müssen sie mal Licht. Ändern. Ja. Sollten sie mal ändern. Das habe ich gelesen, soll Goldschmuck sein, der aus irgendwelchen goldenen Pflanzenstängeln gemacht wurde. Also irgendwie hast du heute Morgen erzählt. Genau. Irgendwie ist der gemacht aus goldenen Pflanzenstängeln. Wahrscheinlich die, die da in der Vase ja, sind. Richtig, genau. Und der verliert dann auch das Gold nicht und ist irgendwie Goldschmuck aus Pflanzen. Aber angenehm heute. Ja. Tee und Infusion. Der erste Tag noch nicht so voll, aber gut, heute ist auch jetzt erst die Eröffnung. Wahrscheinlich wird es ab morgen am Wochenende sowieso hin voller. Wobei ich gelesen habe, der Markt hat jeden Tag auch von, glaube ich, 12.30 Uhr bis 21 Uhr. Von 12 Uhr bis 21 Uhr. 21 und am Freitag Wochenende. Und Samstag bis 22 Uhr. Oder Samstag und Sonntag. Nee, Freitag und Samstag. Ja? Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Hier gibt es alles mit Trüffel. Ja. Wurst mit Trüffel, Paté mit Trüffel. Alles Mögliche. Leberkäse, mein Schatzi, was für mich?
Für dich nicht, aber für mich. Ja. Schöne Leberkässemme. Das will ich auch nicht sagen. Fein. Die riecht auch gut, oder? Hm? Die riecht auch gut, die Leberkässemme. Mhm. Hier kommt gerade ganz tolle süße Geruch der gebrannten Mandeln. Oh, richtig lecker, toll. Richtig lecker. Ah, die Idee finde ich auch super. Da kriegt man wieder richtig Lust auf gebrannte toll. Mandeln. Ganz toll. Ja. El Artesano, das ist ein soziales Projekt, ein Hilfsprojekt. Die helfen aber heute noch nicht. Die werden wahrscheinlich erst morgen aufmachen, keine Ahnung. Beiben ist ein Restaurant. Ach, die verkaufen ein bisschen Christol und so Geschichten. Wupper, schwupp, einmal drüber. Auch schön dekoriert, das sind halt die Holzhäuschen, sind immer sehr schön. Und da sind wir wieder am Ende. Ich hoffe mal, dass ich jetzt drauf bin. Sonst musst du dich ja kleiner machen. Weil kleiner machen, dann bin ich drauf. Ja, schön war schon mal die ersten Impressionen. Genau, wir waren jetzt hier mit euch auf dem Weihnachtsmarkt in Porta-Snaus. Schön, dass ihr dabei wart. Porta-Portals. Immer mein üblicher Fehler. Genau, Porta-Portals. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Genau, richtig. Ja? Und ihr dürft das Video gerne teilen. Es wird uns freuen. Genau. Du noch was sagen? Frohes Weihnachtsfest euch allen. Ja, schon mal erstmal jetzt nochmal den vierten Advent, den schönen. Ja, Kerzchen anzünden und an Wärme denken und nächstes Jahr nach Mallorca kommen, wenn es geht. Und ja. Euch schöne Festtage. Alles, alles Liebe. Macht euch. Es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Adios. Kommen noch ein paar Tagaufnahmen von Sachen, die man gestern nicht so gut gesehen hat. Schöner. Gleich am Anfang her. So, auch den haben wir gestern im Dunkeln nicht so gut gesehen. Den hatte ich schon in Alaro, hatte ich ihn schon gesehen. Und jetzt ist er hier in Porta-Snaus auch wieder. Und hier gibt es also schöne Floristik. Ich sagte, in Alaro war er auf dem Weihnachtsmarkt. Und jetzt steht er hier wieder. Wer wissen möchte, wo er ist, hier steht der Name drauf. Little Sister Floral Design. Jedes Jahr am selben Platz dieser Stand, hat man glaube ich auch schon mal gesagt. Da ist wieder der Krebsstand von gestern, frisch gebrannte Mandeln, Haselnüsse. Austern, wer austern möchte. Und nochmal tagsüber die handgenähten Schuhe her, alles Handarbeit. Bisschen mehr Licht heute bei allem. Hier sind wir nochmal im Tageslicht bei dem schönen Kaffeetruck. Ja. Wilden alter Zitronen. Ja. Und hier nochmal der schöne Hamburger Foodtruck, bei dem wir waren. Okay, noch einmal zum Auto, auch nochmal hier unten entlang. Auch nochmal bei Tageslicht. Ja klar, momentan noch alle am Aufbauen oder viele noch am Aufbauen. Aber dann habt ihr auch mal ein bisschen Eindruck,
wie es tagsüber aussieht. Hola, buenas, ¿qué tal? Ha salido la página del puerto.